Liebe Bürgerinnen und Bürger von Baden-Württemberg, in Kürze haben Sie die Chance, Ihren Landtag neu zu wählen. Und das kann ein gravierendes Signal sein für Baden-Württemberg und für den Bund. Sie haben bei Ihren Demonstrationen gegen S21 zum Ausdruck gebracht, dass der Abstand zwischen Regierung und Regierten viel zu groß geworden ist. Wir brauchen Volksentscheider, auch in Baden-Württemberg. Aber darüber hinaus brauchen wir mehr Leben in Ihrem Landtag. Und glauben Sie mir, die Linke steht für mehr Leben. Sie bringen aber auch zum Ausdruck, dass Sie mehr soziale Gerechtigkeit wollen, dass Sie Chancengleichheit in der Bildung wollen und eben keine Verschwendung von Steuergeldern, wie wir sie bisher erlebt haben. Der Regierungswechsel nach Jahrzehnten von der CDU hin zu anderen Parteien wird nur stattfinden, wenn die Linke einzieht. Ansonsten wird er ausfallen. Schon das ist ein Grund, uns zu wählen. Aber Sie setzen auch ein Signal nach Berlin. Frau Merkel und den anderen sagen Sie mit Ihrer Stimme für die Linke, Sie sind gegen den Afghanistan-Krieg. Sie sind gegen prekäre Beschäftigung. Sie sind gegen den Niedriglohnsektor. Sie sind für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und für die Vereinbarung höherer Mindestlöhne in den Bereichen, wo es geht. Und Sie sagen, Sie sind nicht nur für Chancengleichheit in Bildung, sondern Sie wissen sogar, wie man das Ganze finanziert, nämlich über Steuergerechtigkeit. Glauben Sie mir, die anderen Parteien ärgern sich am meisten über die Stimmen für uns. Finden Sie nicht auch, dass Sie es verdient haben?